Molle Dynamics hier. Ich habe jetzt ultra Bock zu zocken. Ich werde dies auf wieder eine große Farm bauen, eine vollautomatische und dann diese Tränke bauen, mit denen wir wirklich super stark werden. Mehr Leben, mehr Health Dragon, alles. Es ist sau viel Arbeit. Jetzt muss krank viel gezockt werden. Wenn ich hier rumlaufen kann, nutze ich das aus. Uiuiuiuiuiui. Hier ist zu radioaktiv. Ja, das ist, auch, ist das ein zusammengebrochener Reaktor? Ist doch klar, dass es radioaktiv ist. Hier sind ja keine Fässer. Ist das normal? Giga-Drecksloot. Guck mal. Oder hat hier eben jemand gelootet? Keine einzige. Da oben muss was Gutes sein. Das ist mir zu unsicher, Leute. Ich darf auf gar keinen Fall sterben. Das ist scheiße. Ich bleibe auf meiner Loot-Route. Ich laufe den Kreis hier. Das ist zu kompliziert. Ich finde hier auch gar nichts. Guck mal, da ist direkt wieder mehr. Super. Tarp! Hattel? Mager. Ich hatte mir ein bisschen mehr Loot. Oh, eine Tarp. Hat nichts gesagt. Ich nehme das Mager wieder zurück. Noch ein Paddle. Was ist hier useless? Die Rope Paddle mitnehmen. Lauf zurück zur Straße. Weit und breit kein Pferd entdeckt. Das muss ich vielleicht mir ein Pferd noch kaufen. 143 Scrap. Das ist scheiße. Das ist eine scheiß Ausbeute. Eine Tarp. Da leck mich doch bitte. Das Öl. Ja, ja, ich farm die kurz hier. Geh mal bitte weg, Reh. Geh mal bitte. Dumm, dumm. So dummes Reh. Ey, wir haben so einen geilen Start hingelegt. Wir müssen das Tempo nur oben halten weiter. Ja, keine unnötigen Tode, kein nur Totalverlust. Und sowas müssen wir. Nee, kann ich das noch abbauen? Wieso ist das jetzt schief geworden? Wie nervig. Kann ich das noch mit dem Hammer wieder abbauen? Nein. Das triggert mich zu sehr. Ich muss das löschen. Tut mir leid. Triggert zu sehr. Warte, bis du mehr hast. Okay, dann hast du ein kleiner Angriff. Ein geiler Start, ey. Meine Fresse. Ich werde hier noch eine automatische Pumpe machen, dass das hier hochgetragen wird. 36, 100, dann hier nochmal voller drauf. Wie sieht es denn hier mit den Dingern aus? Mit Show? Was, wie viel Hanfsamen kriege ich, wenn ich das jetzt abbaue? Zwei schon? Ne, noch nicht, ne? Soll ich hier nochmal Kürbisse anbauen? Einmal Kürbis angebaut. Gut, ich werde so Pumpen haben, ich werde so Strom haben, Solaranlage, Wind, ich werde Beleuchtung haben, dass es auch bei nachts wächst. Ich werde Dünger haben, ich werde Tränke, ich werde unendlich Essen haben, Cloth, es wird so fett. Warte, hallo? Warte. Hallo, wer ist da? Ich bin's. Hallo? Möchten Sie Türkisch Airlines mitfliegen? Nee, ich suche die ganze Zeit. Doch, heute gratis. Den Recycling-Dings. Wisst ihr, wo der ist? Ja, ich zeige dir. Komm mit. Hopp rein. Ist das sicher? Flieg ihn schnell. Das ist ganz sicher, ja. Ey, ich vertraue dir. Hier in das Haus rein. Echt jetzt? Ja. Wie kann man abspringen? Leertaste. Nee, geht nicht. Schade. Wieso nicht? Hey, hier? Ja. Tschüss. Tschüss. Es ist so lange her. Was brauche ich denn noch? Ich brauche wahrscheinlich noch einen Electric Heater und so einen Scheiß. Ich brauche noch die Large Battery. Ich muss eigentlich alles erforschen. Dann soll ich jetzt machen? Das Research die Pump. Auf den Jackhammer. Zack. 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 Und vor uns ist ein Pferd. Wer ist das? Hallo? Max, pass auf, die ist wild. Wieso? Die killt uns. Die hat mich schon dreimal geholt. Ich bin richtig gefährlich. Ey, bitte aufpassen. Ich bin sehr gefährlich. Okay, wo hast du das Pferd her? Pass auf, Max. Ja, wo hast ich du das Ich hab keine her? Ahnung, es wurde mir einfach geschenkt. Sebo, wir brauchen... Ich habe für dich ein Pferd organisiert. Nee! Kann man die noch wiederbeleben? Hallo? Ja, kann man. Pferd jetzt, Max. Oh nee. Das ist für zu welchem Preis? Zu welchem Preis? Ich habe eine du hast Sekunde jetzt nicht. Ein scheiß Pferd, jetzt nimm das Ding mit. Ja, du hast ja recht. Oh, das ist sogar ein richtig tolles Pferd. Ja, aber zu welchem Preis? Die hat gerade auf mich geschossen, Max, ehrlich. Okay, ich glaub dir. Hallo, ist jemand zu Hause? Wie ist denn euer Stand? Mit Schur? Das ist nicht weitergeballert. Der erste kein Water. Mit Schur. Overall ist scheiße. Temperatur ist niedrig. Hat jemand noch Cloth? Du machst mit deinem Hanf hast du doch. Ich hab doch noch gar nichts. Ich bin erst im exponentiellen Wachstum. Egal, komm her. Ich dropp dir. Hier, liegt. Oh, eine Snow Jacket? Hab ich gelernt für uns. Hab ich gekauft und dann günstig gelernt sozusagen. Die ist insane. Willst du auch eine, Sebo? Hab ich 100. Krieg ich auch so ein Jacket? Ja, wenn du mir Leder gibst, kriegst du eine Jacke. Digga, ich brauche 25 Cloth für noch für die letzte Lederjacke. Ah, ich hab hier 104 Cloth, ich bin der Beste. Ja, was haben wir für einen Powerstart hingelegt? Das gibt's doch nicht. So, dann kommt mal her, da habe ich noch eine Überraschung für euch. Jetzt bin ich gespannt. Ja, wieso dauert das so lange, hä? Hier. Ach so, geil, Schuhe. Schneeschuhe. Einfach gekauft im Shop, gescrappt, Single gelernt, weil der Weg dorthin wäre zu teuer. Zack, jetzt sind wir die Schneebase und können hier chillig leben. Wenn ihr diese großen Wasserkanister habt, bringt die mal mit, ne? Geil, Leute, es läuft sehr gut. Super Start. Water 0. Water 100. Water 45. Water 100. Water 0. Water 100. Wer schleicht hier rum? Ich laufe hier rum. Na gut. Was brauche ich nochmal für Solarpanel alles? Hacktrash, ne? Sumatra ist gestorben. Hallo? Ist Sumatra an einem Bot gestorben? Ist der an einem Bot gestorben? Ist es ein Bot gewesen? Ja. Ja, Scheiße. Das war ein Bot. Komm mit. Sebo, siehst du das? Zeig mal.
Bist du bereit? Pack mal rein. Bin bereit. Boom. Junge. Ja, das reicht erstmal für die. Boom. Also für die ganze. Oha. Da reicht. Boom. Alter. Merkt ihr das? Kannst okay, erstmal 8 Stunden brennen. Guck mal in die Kiste, Romatra. Gut gespielt, Romatra. Romatra, das ist scheiße, wie du spielst, Digga. Das ist richtig scheiße. Nein, du hörst jetzt auf damit. Wenn du Oil Rig und Underwater und so nicht kannst. Du bist jetzt ganz normal scrappen auf der Straße. Das geht nicht. Nein, hier sind überall Leute, die dich abschießen. Nicht einmal hat mich einer abgeschossen. Ich gehe wieder farmen. Du holst mir jetzt 10 Tarps. Das geht nicht, was du gerade machst. Der ganze Progress relativiert sich gerade wieder. Ich habe gerade 12.000 Stein geholt und 10.000 Metal. Geht's mit Zeit? Ich habe heute schon 30.000 Stein geholt. Ja, das war ein Dings. Ich greife direkt weiter. Streng dich an. Der macht zu fancy. Das ist zu fancy, was der macht. Das ist zu trickreich. Das sind nicht die Basics. Der macht jetzt schon Late Game. Geht da Unterwasserlabor machen und sowas. Ausdauer weg. Ich brauche neues Essen. Wir brauchen mehr Felder. Wir brauchen mehr Felder. Und mehr Felder kriegen wir nur mit mehr Tarps. Und Tarps kriegen wir nur mit Scrappen. Was machen die anderen? Was machen die? Ich hole 100.000 Materialien rein. What the fuck? Ja, es ist harte Arbeit am Bau, Max. Das soll ich sagen. Hast du schon mal auf den Bau geschafft, Max? 12.000 Metal, nochmal. Digga, 78 High-Quality-Metal. Das ist doch krank. Wir brauchen schnell Türen, Romatra. Schön bauen, schön bauen. Schön die Base bauen. Vielleicht tu nochmal 10.000 Steine in den TC, okay? Ist alles nur mit Show. Wieso ist hier nie was reif? Das gibt's doch nicht. Fruiting? Kann ich Fruiting mitnehmen? Die Umstände sind kacke, Digga. Die Dreckstemperatur. Es ist viel zu kalt hier. Ohne Strom ist die Ernte scheiße. Flussabwärts musst du aufpassen. Da sind Leute, die schießen auf alles. Ja, das meinte ich hier da an dem Holzgebäude, ne? Ja, ja, genau. Da reite ich immer ganz schnell vorbei. Alter, volle Ausdauer, Leute. Da leck mich doch durch das an. Okay, 5 Scrap, 1 Tarp. Wo ist das? Beim Outpost? Banditencamp? Suchst du was Bestimmtes oder was machst du gerade? Wo willst du hin? Ich suche gerade, irgendwo soll es 5 Tarp geben. Falsch. 5 Scrap für 1 Tarp. Irgendwo, aber ich finde nicht, in welchem Shop. Also ich will 5 Scrap geben Scrap und dafür Sale, eine da Tarp bekommen. Ach, du willst Tarp haben? Ja, dann ist es, glaube ich, Outpost, oder? Ja, war, glaube ich, ein Troll. Was brauchst du, oder was willst du mit dem Tarp machen? Weil die Sachen, die man daraus baut, die kann man zum Teil kaufen. Ja, ja, aber die sind zu teuer. Die Large Planter Box ist zu teuer. Ja. 20 okay, Scrap ist zu viel, das ist krank. Ich brauche davon 20 Stück. Na gut, aber kosten die nicht auch mehrere Tarp, wenn du die bauen willst? Ist doch das gleiche. 3 Tarp, ja, wäre 15. Ja, na gut, stimmt. Sind halt auch 5 Scrap mehr pro Planterbox. Ja, stimmt, stimmt, stimmt. Ja, na gut, so geht's auch. Hier, 800 Stein, nimm. Danke dir. Kein Problem. Ein Verbündeter mehr. Hä? Hey, Pferd, what the fuck, dude? Hallo? Hallo? Moin. Digga, wir sind so gigantisch rich, ne? Das ist krank. Ja, aber wir sind halt auch übel angreifbar. Digga, aber du kannst dir nicht vorstellen, wie rich wir sind. Was meinst du mit rich? Wir haben 20.000 Metall oder sowas. Ne, mehr. Das ist wirklich ganz schön krass, Alter. Ich brauche jetzt, würde ich sagen, die Pumpe. Wo ist denn das? Electrical hier, das ist... Brauchen wir alles. High Quality Metal Tech Trash. So, ich gehe dann mal wieder 10.000 Holz farmen. Ja, lass uns doch eine Kettensäge holen. Macht das nicht Sinn? Mit Scrap. Ich reite los und hol eine. Kettensägen-Hol-Abenteuer. Wieso hol? Kaufst du einfach, hä? Das ist natürlich sick. Okay, Du baust weiter, ich kauf die. Okay. Versuch mich zu beeilen. Warte mal, ich lass mal den Jackhammer hier. Kann ich hier irgendwo eine Dreckskiste bauen? Eine kleine Dreckskiste? Ja, so zack, zack, rein, raus. So, dass ich den Jackhammer da schnell reintue. Für mich, mein Stuff. Doch die Kisten vor deiner Base, vor deiner Farm. Ja, oder? Da können sie geklaut werden. Ich stell sie erstmal hier hin. Wir haben keine Türen, Bro. Na, eine haben wir doch, oder? Okay. Ja, aber wir haben kein Dach. Ja, dann brauchen die erstmal einen Helikopter. Digga, Romatra, hier wächst keine Pflanze. Wir brauchen echt Hitze und Licht. Ich brauch die Pumpe, ich brauch die Sprenkler. Alles braucht ja Strom. Oh, wie viel neuer Stuff? Gleich so wieder mit dem Jackhammer ankommen. Da. Kaufen. Ganz einfache Nummer. Brauchen wir noch was? Low-Grade Fuel, Metal Spring, Sheet Metal Rope, Large Solar Panel, 75 Scrap, Low-Grade Fuel, ist das hier? 20 Low-Grade Fuel für Scrap, ja? Low-Grade Fuel. Kettensäge kann man nicht erforschen. Kann man Kettensäge jetzt erforschen oder nicht? Kettensäge kann man, Jackhammer nicht, okay. Dann erforsche ich die. Wie viel Scrap brauche ich dafür? Digga, wo zum Fick habe ich mein scheiß Pferd geparkt? Dahinter? Digga, wo zum Fick habe ich mein scheiß Pferd geparkt? Ey, was soll das? Fuck. Ey, jetzt wird mein Pferd voll aus, ich wäre gestorben. Hätte ich meinem Pferd keine Kürbisse gegeben, wäre ich gestorben. Scheiße, habe ich noch Stoff? Ich verblute. Ich reite weiter. Vielleicht schaffe ich es.
verblute, ich muss jetzt zurückreiten. Wer hat auf mich geschossen? Umatra? Ja? Wurde gerade beinahe getötet. Ein Shot mehr und das wäre es gewesen mit mir. Wir sind übrigens fertig mit der Base. Wir müssen jetzt überall nur noch Türen rein und alles aus Stein machen. Wie viel Holz brauchen wir jetzt noch? Halt für die Öfen. Unendlich. Hä? Wir haben noch hier 30.000 Eisen, das wir brennen müssen. Na okay. Braucht dringend Heilung. Wie kriegen wir jetzt... Heilung kann ich einfach mit Essen machen eigentlich, ne? Ja, Essen wäre okay. Hab aber kein Essen. Yo, Männers! Ey, ich hoffe, ihr wart geil. Oh mein Gott. Wir waren geil, ja? Wir waren richtig geil. Wir waren richtig geil und sind immer noch geil. Das ist das Geile. Ey, ich brauche euch echt, ne? Ich brauche ganz dringend Motivation von euch. Wir sehen im Killfeed nur Romatra erfrieren immer in der Base. Das ist geil. Ich verstehe das auch nicht. Ich gebe mir einfach Winterjacke und alles. Erzählt mir alles, was ihr Geiles habt. Erste Motivation. Hier, guck mal. Hier, da ist Motivation. Arctic Suit, geil. Das ist schon mal gut. Was gibt's noch? Zeig mal. Ich will auch eine. Let's fucking go. Wie geil sieht der aus? Jo, wieso ist die Foodkiste leer? Doch hier. What the fuck? Hier. Hä, wir hatten 36 Fleisch. Hat Rumatra alles gegessen, weil der erfroren ist in der Base. Rumatra, der heilt sich damit vor. Ey, Rumatra, du musst jetzt wirklich, du musst jetzt dich zusammenreißen, Rumatra. Du hast 36 Fleisch verputzt. Ihr seid alle so beschissen, Alter. Ich hab die komplette Base gebaut. Ihr müsst einmal die Schnauze halten. Ja, aber da geht mehr. Das war dein Limit? Das war dein Zocker-Limit? Da geht mehr mit Rumatra, hundertprozentig. Man muss ihn pushen. Der wird sonst so, weiß ich nicht. Und dann ist der Fokus weg. Wie kann ich denn meinen Low-Grade-Fuel da reintun? Verstehe ich nicht. Ja, geil. Wie geht das so schwierig? Einen kompletten Wald mit hier, ne? Wie viel Holz bringt ein Wald? Genug? Wie gut ich geworden bin. Ja, aber Inventar voll. Hallo, wer ist das? Hallo? Hallo? Hallo, was machst du? Ich. Hallo, was willst du? Wessen Pferd ist das? Wessen Pferd? Wessen Jackhammer hast du? Deinen. Gehst du Steinfarmen? Ich hab jetzt Holz gefarmt, 23.000. Ich geb dir beides. Das ist gut. Ja, das machst du nicht. Würde Steinfarmen gehen oder willst du Steinfarmen gehen? Dann gebe ich dir beides. Mm. Ich gebe dir beides, dass du nur gestanden hast. Ja, dann geh du, aber versprich mir, dass du auf 100%, du hast dein ganzes Zockerpotenzial entfaltest du jetzt mit dem Jackhammer und dem Pferd, okay? Ich sag dir wo. Guck dir die L4. Base an. Es ist ein Wunder, dass ich es geschafft habe, diese Base ohne Hilfe L4. Innerhalb von einer Stunde hochzubauen, Alter. L4 und alles drumrum. Das ist der Wahnsinn. Geh da hin, aber pass auf. Eisbären musst du dreimal anschießen, dann laufen sie weg. Also Pferd und Jackhammer, wenn er das verliert aus irgendeinem Grund, ne? Dann ist es verloren. Hallo? Hallo. Sebo, du musst glaube ich, so einen großen Ofen bauen, alter Mann. Das geht nicht. Du musst mehr brennen. Deine Aufgabe ist der Brand. Mhm. Korrekt? Geh Holz holen ein bisschen. Ich habe Holz geholt für ein bisschen. Du musst mehr... Sebo, ich könnte dir eine kleben. Wir brauchen mehr Kisten. Super. Wann sind die fertig, Max? Wie lange brauchen die? Die können nicht wachsen, weil wir keine... Das funktioniert nicht. Die werden nicht, können nicht fertig werden. Das ist nicht gut hier. Das ist oft im Schatten. Ich brauche Licht. Ich brauche Sprenkelanlage und es ist zu kalt. Ich brauche Hitze-Dinger, ein bisschen Wärme, alles. Dafür brauchen wir Strom und den ganzen Stuff. Das ist so ein Scheiß-Spot. Wenn die nicht wachsen wegen Kälte, dann kotze ich alles voll. Nee, das Heater-Kosten ist das kleinste Problem. Willst du was essen? Wir brauchen Cloth, wie Sau. Ich weiß, deswegen mach... Ist Cloth oder Essen besser? Was ist besser? Ich brauche Tarps. Geh scrappen und hol Tarps mit. Das wäre der heftigste Progress für uns. Cloth ist stärker, okay. Wie viele brauchst du denn immer so? 3 Tarps ist eine Planterbox. Und das soll hier alles voll sein. Guck mal, Killfeed. Nur Thompson, nur die Waffe, Semi-Auto, zack, zack. Und wir immer noch hier mit Bogen, Alter. Wir setzen erstmal auf Verteidigung und dann werden wir die Richesten. Sebo? Max, bevor du jetzt schreist, Max, ich habe hier keinen Platz zum Arbeiten. Der Arbeitsplatz ist zu klein für mich. Ja, sicher? Hier ist doch noch Platz. Hier, Schlafsäcke sind hier. Pack doch hier noch was hin. Ja, erstens hast du noch so viel Platz. Und zweitens raffst du nicht, wie es hier aussehen würde, wenn ich nicht die Base gebaut hätte. Rumatra, du machst hier gerade die beschissenste Arbeit. Ich weiß das. Ich weiß das zu schätzen. Okay, gut. Wenigstens einer. Wir sind doch... Haben wir nicht krank viele Ressourcen, Mann? Wir müssen jetzt mal unsere Base sichern. Wir brauchen Strom und Autoturrets und alles und viel mehr Tore. Wir sind viel zu reich für unsere Verteidigung. Digga, die wachsen einfach nicht, ne? Die wachsen einfach nicht. Mache ich hier noch eine Decke drüber? Nee, ne? Ich mach jetzt hier direkt eine Decke und da mache ich dann direkt wieder die Sprinkler und alles dran, ne? Und klär mal Strom, ja. Ich habe eine Large Battery. Wo kann ich das hinplacen? Ich brauche ja Platz. Soll ich hier einmal freilassen? Boah, die Batterien, die Base für die Geschütze. Nee, ich mache ein unabhängiges System. Noch mehr Wasser. Ey, wenn das Wasser hier erstmal automatisch hochgepumpt wird, so geil. Erstmal so schnell wie es geht funktionsbereit bekommen, ja, ne? Digga, das frisst Wasser, der Scheiß.
Weiß noch nicht, wo ich meine Battery hinpacken soll. Einfach hier, soll ich hier einen Platz freilassen? Hier müssen ja noch Wassertanks hin, ne? Die ganze Stuff. So, hier hin, hier hin. Eine zweite Etage für die Versorgung. Ein extra Raum, wo die Wassertanks und die Elektronik hinkommt. Okay, dann machen wir das. Wir haben kein Holz im TC. Können wir da ein bisschen was nehmen? Du hast doch jetzt 40.000. Safe im Haus. Da ist viel zu viel schon. Ja. Hast du zu viel Holz? Ist das geil? 15 Öfen sind am Feuern, hör mal. Wir sind am richesten, was die Ressourcen angeht, gerade auf dem Server. Hundertprozentig. Wir sind rund um die Uhr mit dem Jackhammer und einem Pferd am Sachen holen. Ja, weil das Geile ist, die brauchen einmal vorbeikommen, sind drin und haben unser ganzen Reichtum haben die dann. Stimmt, aber die wissen das ja nicht, weil sonst wäre das ja Metagaming. Stimmt, da hast du recht. Hast du eine normale Wand? Wall? Ist das eine Wand? So? Mach doch eine Tür, dann kannst du da Batterieraum bauen. Also nicht zweistufig, zwei Blöcke, sondern das wieder weg. Dann da den Stromraum dahinter. Ich muss ja von da mit dem ganzen Wasser kommen, ne? Zweite Etage ist teuer. Wir machen eine zweite Etage. Hallo, wer ist da? Ich bin's, hallo. Kannst du Leitern bauen, Rumatra? Oder ich springe einfach auch mit einem Ofen nach oben, ja? Wieso? Kann mir jemand, ich brauche eine zweite Etage. Kann mir jemand einen Ofen bauen? Sebo, kannst du mir einen Ofen basteln? Was brauchst du? Erzähl's mir. 50 Fuel. Jetzt kann ich dir einen bauen. Geil. Ach so, nee, ich kann ja auch eine Treppe bauen. Das ist dir viel geiler. Nee, stimmt, ich mache eine Treppe. Alles gut, danke. Jo, danke für den Ofen. Jo, kein Problem, Mann. Was ist denn hier so eine geile Treppe? Die hier, ne? Ja, die ist gut. Ich muss hier mit diesen Stützen überall arbeiten. Wo sind die? Wallframe, war das? Das ist so lange her. Musste ich hier überall Wallframes hinmachen? Ja, ne? Was für was? Damit ich eine Decke auf mich ballern kann. Die Decke kannst du eigentlich so ballern. In so einem großen Bereich? Never. Ich komm doch, klar. Stopp, wenn die obere Etage drauf brauchst, pflanzen kann ich. Ja, ich will sowieso eine Beleuchtung bauen. Ich mach das. Ja, gut, doch, vertrau mir. Du sein, dass du Wallframes bauen musst. Ja, ja. Brauchte ich auch. Ich brauch die auch, weil ich da dann die Sprinkler immer genau dran mache. Ah, ja, stimmt. Das reicht in die Richtung, ne? Ja. Floor ist richtig? Nur jetzt super aussterben deine Pflanzen. Ja, ich mach das noch nicht. Ich mach das nur hier. Ey Jungs, ich geh mir jetzt eine Green und Blue Keycard kaufen und dann gehe ich machen. Wer will mitkommen? Ich muss leider die Base bauen. Und wir müssen ganz doll die Base bauen. Das ist ja das Allerwichtigste. Die Base fuckt mich am allermeisten ab. Ich hasse diesen Ort. Ich baue eine Base. Gut, aber ich glaube, du weißt, dass du keine Base hast. Jeder im Killteam hat nicht Spaß, Alter. Und wir bauen jetzt die Base, Alter. Wir haben keinen Pro uns geholt. Tapsi hat uns verlassen. Ich hätte Tapsi 500 Euro bezahlt, dass bei uns im Team ist. Aber ihr wolltet nicht. Nee, er durfte nicht. Wieso durfte er nicht? Natürlich durfte er. Du bist in der Scheiße. Weil sich alle beschwert haben. Digga, was sind denn da für kranke OP-Teams, okay, Digga? Okay. Jetzt packe ich hier die Batterie hin. Hier. Erst den Boden upgraden. Holz muss reichen. So ist gut. Hier kommt der hin. Glaube ich falsch rum. Kann ich den noch. Oh, Pickup. Oh, cool. So ist richtig rum. Sprinkler habe ich auch schon gelernt. Electrical. Guck mal. Pumpe. Erstmal Licht. Licht noch nicht gelernt? Oh no. Licht. 20 Scrap. Easy. Root Combiner. Ah, Splitter und Combiner muss ich beides lernen, ne? Splitter ist erstmal wichtiger, oder? Wo ist die Wasserpumpe? Die Pumpe ist Tier 2. Oh Gott. Oh, die kommt erst hier. Aber alles, was hier kommt, brauche ich ja nicht, ne? Nee, ich kaufe mir die Wasserpumpe. So, aber Licht kann ich jetzt schon machen hier, ne? Chillig. Heater brauchst du auch noch. Jetzt schon? Wo packe ich das Solarpanel hin, ist nochmal die Frage. Nochmal oben drauf. Heater ist das Wichtigste. Mach erstmal Solarpanels. Ich wollte jetzt losgehen und mir den Large Furnace holen. Das wäre huge. Ey, kannst du mir eine Wasserpumpe mitbringen? Für 200 Scrap eine Water Pump. Ja, hast du 200 Scrap? Negativ. Electric, Solar Panel, da. 5 High Quality Metal und ein Tech Trash. Zack, zack. Easy. Ich brauche aber auch den Combiner. Scheiße. Jetzt haben wir schon mal ganz schön viele Lampen. Wo platziere ich die Solarpanels? Wenn ich jetzt hier überall eine Wand drumrum ziehe, dann haben die Solarpanels ja nicht genug Licht. Eine Wand drumrum und hier genau in die Mitte geht das? Würde die gerne hier haben. Auf der zweiten Etage, dann wird es zu teuer, oder? Der Raum oben auch eine Decke bekommt, damit er sicher ist. Egal. Ich baue hier eine Tür. Das hier ist der Außenbereich. Das macht keiner kaputt. Wer kommt denn und macht Solarpanels und Batterien kaputt? Die haben davon ja nichts. Ich würde jetzt die Solarpanels placen. Wie ist da die Regel? Immer in Richtung Mitte der Map gucken müssen sie. Tun sie jetzt ja, ne? Hier ist ja... Also so genau andersrum. So, hier ist die Mitte. Zack, eine Linie. Hier ist perfekt, ne? Placen. Wie viel Abstand zueinander? Reicht das so? Electric Branch. Hast du inzwischen Essen? Nein, es wächst nichts. Es ist ja kein... Es ist kein... Es ist zu kalt, Alter. Es ist dunkel und es ist kein Wasser. Das dauert. Aber dann läuft. Katastrophal, Alter. Holy shit. Dann läuft. Müssen wir gucken. Jetzt haben wir eigentlich alles, ne? Mach die Solarpanels, dann kann ich schon mal vollladen. Ja, stimmt. So, jetzt haben wir hier einen Combiner. Den flapschen wir hier so cool hin. So, zack. Mitten rein. Jetzt nehmen wir uns das Kabel. Oh, wie lange? Hä? Habe ich das Kabelding nicht gebaut?
Bad. Kann ich jetzt hier ganz kurz die Large Planter Box abbrechen und dann ich krieg die Ressourcen wieder? Das muss ich kurz durchlaufen. Ich geh kurz aufs Klo. Das passt. Das ist geil. Bis gleich. Smart, Alter. So smart. Boah, ist das geil, Alter. Ich geh jetzt einfach aufs Klo und währenddessen bauen die ganzen Sachen fertig. Electric Output. Boom. Root Power. One. Electric Output. Root Power. Two. Jetzt ist nur die Macht von den beiden Dinger vereint. Jetzt geht das direkt daneben. Jetzt packen wir die kombinierte Power von den beiden wieder in einen und nehmen uns den dritten und combine den wieder hier rein. Und jetzt packen wir noch einen daneben, weil wir in Zukunft noch mehr Solarpanels bauen werden. Packen den auch daneben. Combine das wieder hier rein und der hier fließt jetzt schön. Obwohl, nee, wenn ich die habe, ich baue die kurz alle. Ah, wieso fällt? Oh mein Gott. Kann ich das nicht drehen? Power in. Batterie lädt. Geil. Jetzt ist zugebaut. Jetzt würden hier unten die Pflanzen sterben. Deswegen nehmen wir uns jetzt die Lampen. Wie war das nochmal? Eine Lampe für zwei Felder, ne? So, in die Mitte immer. Eine Lampe, vier Felder? Da musst du ja hier so in die Ecke. So ein Ding, das geht ja gar nicht. Die ist ja dann hier hin. Die müsste dann ja genau hier hin. Das geht doch gar nicht. In der Mitte von vier Felder. Hier sind vier Felder, aber die muss ja dann hier und nach unten gucken. Krieg ja nicht nach unten. Oben dran ein wenig versetzt. So? Ach so, sowas meinst du hier? So? So mache ich. Zack. Und das strahlt jetzt auch das hintere an. Lass das direkt mal checken. Wie verkabele ich das? Braucht dann ja wieder eine Electric... Das ist ein Splitter, den will ich nicht. Ich brauche eine Bran. Habe ich keine Electric Branch gebaut? What the fuck? Sind schlecht gespielt von mir. Die Metal Fragments habe ich noch keine. Alle verballert. Ich habe ja vorhin gut gefarmt. Electric. Wo ist die Branch? Branch. Oh, 5 Stück. Oh, 10. Und noch ein paar mehr Lampen? Ey, wir sind so reich. Wahnsinn. Mach eine Lampe, 2 Felder, dann bist du sicher. Es geht 100% eine Lampe, 4 Felder. Macht er immer so. Ja, meine Dinger machen jetzt hier nur Probleme, ne? Dann baue ich die safe zur Sicherheit wieder ab. Diese Dinger hier abbaue. Die hier und die hier. Ist das dann noch stabil genug? Ja, was haben wir denn hier? 1, 2, 1, 2, einer. Ich mache 1. Das sieht geiler aus. Sieht geiler aus, Chat. Es sieht geiler aus. Hier nehme ich die Mitte so. Das sieht geil aus. Das Auge ist mit. So. So, wo packe ich jetzt immer die... Branches hin. Wo packe ich die immer hin? Ein Stockwerk drüber? Hier so an die Dinger irgendwo ran? Hier auf dem Boden und dann laufen die Kabel in der... Hallo, wer ist hier? Hallo, es ist Rumatra. Der Baumeister. Oben zur Elektrik. Eine Branch, eine Lampe, ist das richtig? Du brauchst eine Branch für alle Lampen. Das kann man verbinden. Okay, dann packe ich es hier hin. Alle Lampen, eine Branch. Branch platziert. Wie viel Strom hast du? 556. Wie viel Input geben die Dinger? Root, Large, geben 60. Die sind gerade auf volle Power, die Viecher. Geil. Der gibt 20 aus. 20. 20. Let's go. Dann mache ich hier den Output in Power in. Okay, und jetzt was muss ich einstellen nochmal? Wie viel soll der rausgeben? Branch, Branch Out muss ich nehmen, ne? Wie viel gibt der raus? 2 pro Lampe. Wie viel werde ich maximal haben? Lass mal schnell überlegen. Scheiß drauf, das kann man nicht überlegen. Das muss man einfach mal kurz nachgucken. Ich werde hier alles vollbauen. Hier die erste Dings auch. Das heißt, ich werde immer 1, 2, 3, 4. 4 Lampen, 8 und hier hinten noch 2. Also 10 Lampen werde ich haben. 4, 4, 2. 4, 4, 2. 10. 10. 10 mal 20. 10 mal 2 ist 20. Es ist gerade ein Gaming-Highlight des Jahres 2022. Ich glaube, der hat sehr viel Spaß. Ja, ja. Spaßpeak. Spaßpeak des Jahres. Klingt nach Spaß. Power in. Junge, du hast aber auch schon lange nicht mehr Satisfactory oder Factorio gespielt. Warum? Das musste mal wieder. Ja, ja, das musste mal wieder. Nächstes merkt man. Das muss mal einfach wieder vollautomatisiert werden. Max, ich habe auch was für dich. Was hast du für mich? Jetzt will ich ein bisschen das hier. Alter, wie? Ja. Huge. Und der Reaper, kannst du die zerstören, bevor Max sie bekommt? Bitte, 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 bitte. Was willst du jetzt? Ja, ich will feiern. Ich möchte... Krieg's nicht hin. Sebo, doch nicht. Alle Props, die ich dir gegeben habe, wieder zurück. Das ist die falsche Pumpe. Ich hoffe, du hast sie nicht für Scrap gekauft. Nee, kannst du gar nicht mehr zurücknehmen. Die sind schon in meinem Herzen drin verschlossen. Ja, okay. Und alles, was im Herzen drin ist, dann kannst du nicht mehr rausholen. Okay. Scheiße, weg mit der Drecksgitarre. Das zieht den Progress runter. What the fuck, dude? Leute, unsere Base ist zum allerersten Mal so sicher, dass man mindestens ein paar C4 braucht, um reinzukommen. Ja, und der Server ging gerade erst los. Wir hatten jetzt ein paar C4, um hier reinzukommen. Wir werden ja, hier so unendlich Geschütze ballern. Wir werden so viele große Batterien machen, dass selbst wenn uns jemand die Solarpanels wegballert, dass wir noch 5 Tage Strom haben und hier drin sind 80 Geschütze. Überall. Ich mache mir jetzt wieder eine Pistole. Kein Ganon. What the fuck? What the fuck? Was war das denn? Nachher mal einen Cutter rausschneiden, bitte. Hier oben ist Schießpulver, Romatra. Wenn du uns ein bisschen
Baba, Bang, Bang, Omega, Rumpf. Mann, wieso ist denn die ganze Zeit mit Schur so viel, aber nicht, noch, nicht fertig? Fruiting. Haben wir noch Semi-Automatik-Buddies? Aber keine Samen? Wieso kriege ich keine Samen daraus? So, was fehlt bei den Dingern? Temperatur ist zu kalt. Ja, aber das geht. Du brauchst keine... Wie redet der hier? Wer? Du, hast du offenes Mic oder was? Ich vergesse immer, die Taste loszulassen. Ich habe so einen Tick. Ich habe zwar Push-to-Talk an, aber ich drück immer bei... Wenn wir 10 Stunden Rust spielen, drücke ich 10 Stunden die Taste. Und dann fällt mir mein Daumen ab. Tut übel weh. Das tut sogar beim Boxen weh, im Training. Ich sag so, scheiße, ich habe gestern wieder 10 Stunden Rust gespielt. Mein Daumen ist kaputt. Ey, das Wasser manuell hier nachtanken ist schon ein Struggle, ey. Bin ich ehrlich. Aber wenn ich gleich die Pumpen habe, hätte mir Sebo die richtige Pumpe besorgt. Wie viele Solarpanels brauche ich insgesamt? Jetzt kommt hier schon 80 an, oder? Large Rechargeable Battery 80. Boah, 1100 schon. Obwohl wir auch die ganze Zeit ausgeben unten. Den Pflanzen geht's so gut. Temperatur 53%, das wird ja nachts noch kälter. Bei wie viel Prozent Fruiting soll ich sie holen? Large Battery kann maximal 100 Power Out geben. Denkt da dran. Ja, stimmt. Aber wir müssen trotzdem mehr Batteries haben, weil nachts sind die Solarpanels ja nicht an. Das heißt, wenn Hälfte Nacht ist und Hälfte Tag und die kann höchstens 100 abgeben, 100 abgeben und ein Ding macht 20, aber es muss auch für die Nacht durchproduzieren, dann bräuchten wir ja 10. 10 Solarpanels, eine Large Battery. Okay, rein, ich muss den Server jetzt ausschalten. Ich habe meinen Admin-Richter jetzt gut abused. Gute Nacht. Gute Nacht, bis morgen. Nacht. Ciao. Macht's gut, ne? Tschüss. Bis morgen. Tschüss. Bis morgen. Ich habe eben gerade das Intro gemacht und jetzt ist 7 Stunden später. Wahnsinn. Wahnsinn, wie geil das war.